Sabrina. Na, diese Bücher wiegen ja Tonnen. Was glauben die eigentlich, wie wir das alles schleppen sollen? Wir brauchen diese kleinen Golfkarts. Am besten natürlich mit Tiger Woods als Fahrer. Entschuldigung, Kartoffelgesicht. Und? Hat das Fußvolk eigentlich bemerkt, dass ich ein Achtelpfund leichter bin? Hast du dein Gehirn mal wieder zu Hause gelassen? Ah, sieh mal an, da will aber einer komisch sein. Ich beziehe mich natürlich auf meinen neuen Kate Moon Look. Ich meine Kate Moon, das Supermodel. Ach, wie blöd von mir. Ich dachte nämlich, du meinst Kate Moon, den Monster Trucker. Hoffnungslos. Ich muss ja zugeben, diese Jeans sind ganz schön heiß. Sieh nur, wie die Softballtypen sich den Hals nach ihr verrenken. Ach komm schon, Chloe. Interessiert mich doch nicht, was andere Leute denken. Ich wette, es interessiert dich, was Harvey denkt. Also, was haltet ihr von James' neuen Kate Moon Jeans? Es ist ziemlich egal, was ich davon halte. Seh doch bloß, was die anderen dazu meinen. Was hältst du davon, Harvey? Von dem Kate Moon Look, meine ich. Viele Jungs mögen sowas, glaube ich. Ehrlich? Meinst du? Naja, du weißt schon. Komm mit, Chloe. Wo gehen wir hin? Ins Einkaufszentrum. Ihr geht, widerlich dünnes Mädchen. Falsche Seite. Würmer bestimmen. Also das finde ich wirklich cool. Also, was meinst du? Ich meine, dass wir einen Schuhanzieher brauchen, um in diese Dinger reinzukommen. Die sind so winzig. Naja, es gibt sie nur in einer Größe. Winzig, also müssen sie passen. Hey, hey, hey! Kein Striptease vor dem prüden Kater. Den Witz habe ich nicht verstanden. Ach, eine sprechende Miezekatze, darüber könnte ich mich jedes Mal ausschütten. Du bekommst die Erlaubnis, einer Sterblichen dein Geheimnis zu verraten und du suchst sie dafür aus? Wirklich erlesener Geschmack. Ich hab's geschafft! Du hast sie wirklich an? Nein, ich hab's über den Knöchel gekriegt. Jetzt wird's erst schwierig. Er geht nicht zu. Oh, es hat keinen Zweck. Wie sollen wir diese Dinger tragen, wenn wir nicht mal den Reißverschluss zukriegen? Wartet, ich hab genau das Richtige. Ich wette, ihr habt diese Jeans an, bevor ihr es richtig merkt. Es sieht ganz schön gefährlich aus. Nein, nein, nein. Ich mach das nur mal auf und dann... Oh. Ups. Ich hab das Saubermachen vergessen. Es ist dein Kater. Du fängst an. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Entspann dich nur und mach vor allem eins. Sieh auf keinen Fall nach vorn. Das war ein Witz. Es hat geklappt! Wuhu, das Klassenziel erreicht! Oh. Oh. Ich glaube, mir wird gerade übel. Salem, alles in Ordnung? Hast du ihn verschluckt? Ja, aber nicht wie es hereingekommen ist, macht mir Sorgen, sondern wie es herauskommen wird. Oh. Gut, Sabrina, jetzt wird's langsam Zeit, dass du den Besenstiel rausholst und uns ein paar passende Jeans herzauberst. Nein, keine Zauberei. Das schaffen wir ganz allein. Was sind denn ein paar Funde? Man muss es sich nur vornehmen. Gut.
dachte, ich nehme mir das jetzt vor. So hatte ich das nicht gemeint. Von jetzt an essen wir nur noch gesunde Nahrung. Diese Leckerbissen machen den Anfang. Sojasticks, Reisbällchen und mein persönliches Lieblingsgericht, Tofu am Stiel. Und nachdem wir das da runtergewirkt haben... Mit Johannesbrot kandierte Kidneybohnen. Es muss irgendwie auch einfacher gehen. Geht's auch. Und zwar durch Sport. Chloe, ich bin stolz auf dich. Und hast du dir schon überlegt, welche Sportart? Powerwalking zum Zaubermufti. No. Aber natürlich. Wie komisch, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Es juckt mich, es juckt mich, es juckt mich! Enchantra. Ich wette, das ist einer von Enchantras Flüchen. Mach was, mach, dass es aufhört. Gib mir etwas Zeit. Ich bin schon ganz nah dran. Da haben wir es ja. Bingo, angehexter Juckreiz. Liebste Tanten, darf ich... Sabrina, kratz mir den Rücken. Ich tue alles dafür, nur kratz mir den Rücken. Alles? Ja, ja, ja. Hör, jetzt tiefer. Rechts. Wieder links. Weiter rechts, weiter rechts. Genau da. Ja, ja. Und jetzt musst du etwas für uns tun. Du musst uns schlanke hexen, damit wir in unsere neuen Kate Moon Blue Jeans passen. Ganz bestimmt nicht. Ihr Mädchen seht hübsch aus, so wie ihr seid. Wenn ihr das wollt, mache ich die Jeans für euch weiter. Also die Jeans sind nicht das Problem. Sondern wir. Hätten wir ein paar Pfunde weniger, dann wären wir so cool wie Kate Moon. Versteht ihr nicht? Wir müssen reinpassen, um dazu zu passen. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Die sieht ziemlich knöchrig aus. Ich habe Besenstiele mit einer besseren Figur. Juck, 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 juck. Hey! Oh, Kratzebaum, mein spezieller, widerborstiger Freund. Oh ja, das ist meine Lieblingsstelle. Einen Moment mal. Das ist gar kein Juckreizfluch. Das ist Salem. Ah. Wir sind von Flöhen befallen. Irgendwelche Probleme, meine Damen? Zeit zum Baden, Freundchen. Baden? Du meinst mit Wasser und Seifenblasen in der Nase und ungemütlichem Abschrubben? Oh nein, nur über meine Leiche! Salem, komm wieder her! Wo bist du hin? Na los, komm wieder her, du wandelnder Flohzirkus! Nein! Nein! Die Luft ist rein! Die Zeit für den magischen Moment ist gekommen! Bevor ihr öffnet, seid so frei. Gebt mir die Antwort auf der Frage 3. Frag los! Wie ist euer Name? Sabrina. Und Chloe. Wie lautet euer Wunsch? Dass die Jeans uns passen sollen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Nein, orange. Halt rot. Tut mir leid, Lila. Weißt du, ich hatte schon immer eine Schwäche für die Farbe Schwarz. Schwarz ist keine Farbe. Schwarz ist das Fehlen von Farbe. Ich dachte, das wäre weiß. Nein, ich glaube, es ist schwarz. Meine Lieblingsfarbe ist Weinrot. Es kommt nur darauf an, wen du gefragt hast. Ach was, nimm einen von den verflixten Keksen. Bist du nur mit deiner Schönheit beschäftigt und wird deine Eitelkeit übermächtig? Dann steig auf diese Zauberwaage. Erfolg sei dir gewährt für alle Tage. Das ist genial! Das ist genial! Idealgewicht, wir kommen! Ihr verliert euer Gewicht und noch etwas mehr. Der Zauber stellt eure Vernunft wieder her. Sieh nur, wir haben bereits einen Pfund verloren und bald werden wir aussehen wie Kate Moon. Und warum habe ich so ein komisches Gefühl? Oh, die Dinger sitzen eng wie ein Handschuh. Angegossen wie eine zweite Haut. Jem wird ja so neidisch sein. Mal sehen, ob Harvey nicht unsere unübertreffbare Coolness umhaut. Hi, Harvey.
Hä? Der hat gar nichts gemerkt. Der hat mich nicht einmal angesehen. Na gut, das wollen wir doch mal sehen. Hi, Harvey. Yo. Na, fällt dir nicht vielleicht irgendwas an mir auf? Ja, deine Haare sind irgendwie geföhnt. Ich meine, geschnitten. Richtig? Hast du deinen Pony schneiden lassen? Brille. Du trägst keine Brille. Ich habe noch nie eine Brille getragen. Kate Moon. Kate Moon. Ich trage Kate Moon Jeans. Kate wer? No. Ach, das wollte ich auch gerade sagen. Sieh mal, da ist Jem. Na, ganz lässig. Juhu, Jem. Ist ja ganz toll, was du da anhast. Was ist passiert? Warum sind unsere Hosen so groß? An den Hosen liegt es nicht, sondern an uns. Wir haben nicht nur ein paar Funde verloren, glaube ich, sondern auch ein paar Zentimeter. Wir schrumpfen! Wir schrumpfen, das ist doch wohl nicht zu fassen. Oh, naja, so viel zu meiner professionellen Basketballkarriere. Na ganz toll, du Anfängerin. Super, wie konnte ich mich bloß von dir überreden lassen? Du von mir? Okay, frag mich nochmal. Was? Frag mich, ob mir was an dir auffällt. Du meinst abgesehen davon, dass sie 30 cm kleiner ist? Was? Nein, ich wollte sagen, deine Hose. Gute Hose. Könnte ich dich mal kurz sprechen? Was? Was wollen wir denn jetzt tun? Ach, wir erzählen einfach, dass wir unter Kalziummangel leiden. Verstehst du denn nicht? Wir werden noch so lange weiterschrumpfen, bis der Fluch von uns genommen ist. Sag mal, isst du deinen Burger nicht? Bedien dich nur, Harvey. Danke. Hab ich es schon erwähnt? Schicke Hose. Pass mal auf, wir schleichen uns rüber zur Tür, alles klar? Bei drei, eins, zwei, drei. Mann, oh Mann! Die Sechstklässler werden ja auch in jedem Jahr kleiner. Wir müssen sofort nach Hause und die Zauberwaage umstellen. Das ist die einzige Möglichkeit, den Fluch aufzuhalten. In einer riesigen Sportsocke rumhüpfen. Oh ja, damit liegen wir voll im Trend. Gefahrenstufe. Wow! Oh. Bleistiftstärke 2 ist im Anflug. Oh. Die Schränke, ganz schnell zu den Schränken. Also schlimmer kann es nicht werden. Alles klar, ich habe mich geirrt. Wir sitzen in der Falle. Aber dafür habe ich was gefunden, was unser Outfit stark verbessert. Endlich ein paar Jeans, die passen. Da ist Jem. Wartet, ich will nur meine Tasche holen. Das ist ja noch viel besser als die Achterbahn auf dem Rummel. Hey. Hi, Jem. Das ist unsere Chance. Los, hauen wir ab, bevor... Oh nein. Ich glaube eher nicht. Mach schon, hilf mir. Wir müssen etwas finden, womit wir hier runterkommen. Ach ja, klar. Ich bin mir sicher, Jem hat ihren Fallschirm dabei. Vermutlich liegt er direkt neben dem Bungee-Seil. Vergiss es! Wir werden hier drin elendig verrecken. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Chloe, Flan und Freundin sterben beim gewagten Modeexperiment. Und Freundin? Ich bin und Freundin? Na ja, es ist ja auch deine Schuld. Meine Schuld? Und was war mit, wenn wir nur ein paar Funde verlieren, werden wir so gefragt. Okay, es war kein Superplan. Was erwartest du? Ich bin 12. Hey, worauf sitzt du denn da? Auf Zahnseide. Oh nein, oh nein, oh nein, nein, oh nein. Glaubst du im Ernst, die Zahnseide hält? Klar, und wenn nicht, keine Sorge, der Boden federt den Sturz ab.
Schlimmeres. Sag das nicht. Sag was nicht? Sag nicht, was du eben sagen wolltest. Du meinst, wenigstens regnet es im Augenblick nicht? Du musstest es dir sagen. Ich glaube nicht, dass wir es rüber schaffen. Wir können nicht schwimmen. Die Strömung ist zu stark. Sie wird uns auf der Stelle mitreißen. Vielleicht müssen wir nicht schwimmen. Schnapp dir das Kaugummipapier. Oh, wir haben doch im Sommerlager Origami gelernt. Oh, lass mich. Ich war richtig gut darin. Hier, ein tibetanischer Jack. Ich dachte eher an ein Boot. Jetzt wird es hart. Straßengulli bugseitig. Wo? Der Bug. Das ist Steuerbord. Wo ist der Bug? Na vorne. Der Bug ist immer vorn. Und warum sagst du dann nicht einfach vor uns? Paddeln! Paddeln! Haltet durch! Harvey ist unsere letzte Chance! Schnell, greif seinen Schnürsenkel! Komisch, warum hat Harvey denn so viel Sand in seinen Umschlägen? Er ist ein Junge, als ob er für irgendwas einen Grund bräuchte. Anscheinend hat Sabrina den Bus verpasst. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Sie führt bestimmt wieder mit ihrer Busenfreundin Lumpen vor. Komm schon, Pai. Sabrina ist nicht so. Jedenfalls war sie es bis heute nicht. Was finden die bloß an diesem Kate Moon-Stil? Also echt, ich glaube, ich kann ihren Blinddarm durchschimmern sehen. Mann, ich verstehe einfach nicht, warum Mädchen total abmagern müssen, nur um sich in enge Hosen zu zwängen. Er versteht es nicht? Harveys Motto ist, bleib dir treu. Hey, ich dachte, dein Motto wäre, Mädchen sind beknackt. Ja, aber mein Ersatzmotto ist, bleib dir treu. Na, wenn das nicht idiotisch ist, wenn wir uns treu geblieben wären, wäre das alles hier nicht passiert. Sabrina, wir müssen so schnell wie möglich zu dieser Waage zurück. Also, ich mag lockere Klamotten, die möglichst viele Taschen haben. Wo sollte ich sonst meine Würmer hin tun? Würmer? Wo? Würmern ist davon schlecht geworden. Los, mir nach. Okay, jetzt kommt mein Haus. Bist du soweit? Aber wofür denn? Drei kleine Mädchen aus der ersten Klasse. Drei kleine Mädchen aus der ersten Klasse. Oh, hallo, Harvey. Hey. Sie sind frech und haben Spaß. Eine macht die andere nass. Nein, das ist so lustig, dieses Lied. Tja, mit etwas Glück hättest du vielleicht 10 Millionen Dollar gewonnen. Da ist die magische Waage. Oh nein, wie sollen wir denn nur darauf kommen? Salem, Abendbrot. Wir springen auf Salem, kriechen in sein Ohr und schreien um Hilfe. Ich will dir mal was sagen. Du kriegst mich nie dazu, von diesem Tisch zu springen. Dazu müsstest du mich schon runterschubsen. Augenblick mal. Es ist überhaupt keine Abendbrotzeit. Oh, sagte ich Abendbrot? Ich hatte doch. Baden gemein. Das ist eine Falle. Es ist nur zu deinem Besten, Salem. Ein Anti-Flo-Shampoo. Damit sind die erledigt. Da wir gerade darüber reden, Salem hat auch noch was zu erledigen. Oh, oh Salem, langsamer. Oh, wir müssen zu seinem Ohr gelangen. Ah! Bist du bereit? Wir springen. Oui. Vielleicht brauche ich ja wirklich ein Bad. Nein, scharfe Chemikalien ruinieren vollends den sanften Glanz meines Fells. Ah!
Frage. Nur noch ein ganz kleines Stückchen und... Oh nein! Halt dich fest! Du musst immer übertreiben. Mom wird sich freuen zu hören, dass die Gymnastikstunden nicht umsonst waren. Weißt du, dieser Schlankheitswahn ist doch total dämlich. Ja. Ich muss ganz bestimmt keine Kate Moon-Klamotten tragen, um cool zu sein. Ich kann's kaum fassen, wie eitel ich war. Aber echt, du warst super eitel. Danke. Ich brauch deine Hilfe nicht. Hast du etwa ohne Erlaubnis den Zaubermufti gerufen? Wie kommst du denn darauf? Ach, ich erfriere hier. Wer bringt mir mal einen Föhn? Was gibt es denn da zu lachen?